Fernsehen stumpft ab, Videospiele machen aggressiv, Googlen macht dumm und Smartphones süchtig. Jedes Mal, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, geht gefühlt alles den Bach runter mit unserer gesitteten Gesellschaft. Das Stichwort dazu lautet Technologiepanik. Schlecht begründete bis absurde Ängste darüber, was Technologien mit uns machen. Aber woran erkennt man Technologiepanik? Warum ist sie ein Problem? Und wie kann man sinnvoll über Risiken neuer Technologien nachdenken? Darum soll es heute gehen. Hi, ich bin Sascha Friesecke, Wissenschaftler, Professor und Institutsdirektor in Berlin. Heute bin ich hier, mit euch darüber zu sprechen, wie wir unseren Alltag besser verstehen können. Es gibt in den Sozialwissenschaften Theorien, wenn man die kennt, dann guckt man etwas anders auf die Welt. Dann erkennt man bestimmte Mechanismen und Strukturen immer wieder, überall. Und um diese kleinen Augenöffner, um die soll es hier gehen. Wir starten heute mit einem Rätsel, und zwar folgendes. Worum geht es in den zwei Zitaten? Hier aus der Zeit. Den Weg zur Schule schaffen Sie nur... Innere Leere, fragmentarisches Leben sind die Folgen. Und hier aus der amerikanischen Chicago Tribune. Ersetzt bestimmte Drogen als bewusstseins- und stimmungsveränderndes Mittel. Smartphone? Candy Crush? Instagram? Nicht ganz. Wir springen mal in die 80er Jahre. So sah die Must-Have-Unterhaltungstechnologie aus, aber natürlich gab es Zoff um die neue Technologie Walkman. Man hat sich so am Walkman in der Öffentlichkeit gestört, dass in Bussen und Bahnen Plakate hingen mit dem Slogan: Aus dem Walkman tönt es grell, den Nachbarn juckt's im Trommelfell. Walkmans würden außerdem schwerhörig machen und Jugendliche sozial isolieren, sie regelrecht in die Einsamkeit treiben. Sony schien die Kritik schon zu erwarten und integrierte eine Antwort darauf ins frühe Produktdesign. Die ersten Walkmans hatten einen extra Knopf, die sogenannte Hotline-Funktion. Wenn man den drückte, wurde ein Mikrofon aktiviert, die Lautstärke runtergedreht und man konnte sich über den Kopfhörer unterhalten. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass die Hotline-Funktion Jugendliche vor der drohenden Einsamkeit gerettet hat. Und trotzdem würde ich rückblickend sagen, dass das mit dem Walkman gerade noch mal so gut gegangen ist. Es war also klarer Fall einer Technologiepanik. Woran erkennt man jetzt so eine Technologiepanik, also diese schlecht begründeten bis absurden Ängste davor, was neue Technologien mit uns machen? Am einfachsten natürlich im Nachhinein. Hinterher ist man ja immer schlauer. Das Konzept Technologiepanik ist aber gerade deswegen hilfreich, weil es in wiederkehrenden Mustern daherkommt. In der Angst vor neuen Technologien wird nämlich immer wieder das Gleiche erzählt. Von diesen Mustern haben wir mal 5 gesammelt und die können in aktuellen Debatten als so eine Art Frühwarnsystem eingesetzt werden. Muster Nummer 1 ist der Technikdeterminismus. Das beschreibt die Annahme, dass eine gesellschaftliche Veränderung in einer neuen Technologie fest angelegt ist. Man kann dem praktisch nicht entkommen. Der soziale Wandel folgt also der Technologie. Die Technologie als Bulldozer. Ist in der Forschung lange widerlegt, da weiß man, dass Technologie und Soziales sich gegenseitig beeinflussen. Man nennt das soziotechnisches System. Das heißt, dass der Umgang mit einer Technologie immer ein Aushandlungsprozess ist. Im Fall von Technologiepanik wird das aber gerne ignoriert. Da beschwören dann Schlagzeilen und Talkshows, wie mächtig der Einfluss einer Technologie ist und wie hilflos wir Primaten auf der anderen Seite. Wie Technologien, Medien oder Inhalte auf uns wirken, ist aber natürlich von zig Dingen abhängig. Ob es uns grundsätzlich gut geht oder wir zum Beispiel an Depressionen oder Ängsten leiden, in welchem Kontext wir eine Technologie nutzen, welchen sozialen oder finanziellen Hintergrund wir haben oder eben welche Inhalte wir mit so einer Technologie konsumieren. Muster Nummer 2 ist die Annahme ganz universeller und allgemeingültiger Medieneffekte. Der absolute Dauerbrenner: Technologie XY macht gewalttätig. Ich sag nur Killerspiele. Wir haben uns durch Archive geklickt und gefunden, dass regelmäßig der Teufel an die Wand gemalt wird. Zum Beispiel im Spiegel vom Dezember 77. Vorne auf dem Cover wird einem direkt der Revolver auf die Brust gerichtet. Der Röhrenbildschirm zerspringt in Scherben. Gewalt und Fernsehen. Oder hier ist auch schön, Ausgabe von 84. Horrorvideo, Blutrausch im Kinderzimmer. Soll jetzt nicht heißen, dass Diskussionen um Mediennutzung und mentale Gesundheit Quatsch sind. Im Gegenteil, die sind sogar sehr wichtig. Aber es ist eben deutlich komplizierter, als es in so eine Schlagzeile passt.
So wie zum Beispiel in dieser Ausgabe hier vom Mai 89. Droge Fernsehen, die süchtigen Kinder. Wenn man aber mal reinblättert und guckt, was da tatsächlich in dem Artikel steht, dann findet man Folgendes. Denn trotz unüberschaubarer Forschungsaktivitäten, trotz bienenfleißiger Langzeit-Survey- und Feldstudien, Laboruntersuchungen, Quer- und Längsschnittstudien, bietet die Medienkunde ein Bild wortreicher Hilflosigkeit. Allerorten gibt es Vermutungen, Spekulationen, Thesen, diffuse Befunde, aber kaum wasserdicht schlüssige Beweise. Die Forschung konnte auch damals keine universellen Effekte erkennen. Aber ist natürlich klar, eine Schlagzeile, Fernsehen. Mal mehr, mal weniger problematisch, es kommt drauf an. Wer hätte dafür am Kiosk 4 Mark ausgegeben? Droge Fernsehen, die süchtigen Kinder, bringt uns übrigens zum dritten Muster. Die inflationäre Verwendung von Suchtbegriffen. Vielleicht erinnert sich noch jemand an das Crackberry. Das war die begriffliche Kreuzung eines frühen Smartphones, das heute kein Mensch mehr haben will, und rauchbarem Kokain, weil man darauf E-Mails beantworten konnte. E-Mails. Weil es so martialisch klingt, tauchen solche Begriffe ganz schnell in der Alltagssprache auf. Jemand macht dann Digital Detox, weil Technologie Gift ist. Während jemand anders die neue Staffel Stranger Things binget. Für die, die es nicht wissen, die Begriffe Binge und Detox stammen eigentlich aus der Behandlung psychischer Erkrankungen, wie Essstörungen oder Drogenabhängigkeit. Und ich meine richtige Drogen, nicht jemand, der 20 Mal am Tag seinen Instagram-Feed refresht. Ihr geht ja auch nicht zum Arzt, weil ihr kühlschranksüchtig seid, nur weil ihr aus Langeweile 20 Mal am Tag die Kühlschranktür aufmacht, reinguckt und wieder geht. Wozu man ein ungesundes Verhältnis entwickeln kann, ist der Kühlschrankinhalt selbst. Das wäre dann bei Instagram vielleicht ähnlich. Aber wenn man halt alles Mögliche als eine Sucht bezeichnet, dann geht die Dramatik schnell verloren. In der Psychologie nennt man das die Pathologisierung normalen Verhaltens. Man stuft dann normales Verhalten als krankhaft ein, obwohl es gar nicht ist. Im Fall von Technologien sprechen die meisten Psychologinnen und Psychologen deshalb auch nicht von Addiction, sondern von Problematic Use. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das vierte Muster der Technologiepanik ist der sogenannte Third-Person-Effekt. Das ist ein abgehangenes Konzept aus der Medienforschung und sagt, Menschen denken, dass negative Auswirkungen von Medieninhalten andere stärker betreffen als sie selbst. Vor allem sorgt man sich immer um die Schwächeren. Historisch gerne um Frauen. Als die Nähmaschine auf den Markt kam, gab es eine große Debatte darüber, was diese neuen Geräte für die weibliche Sexualität bedeuten würden. Heute geht es vor allem um Kinder und Jugendliche. Es gibt noch ein letztes Technologiepanikmuster und das ist die gute alte Nostalgie. Früher war alles besser, da haben wir noch draußen im Dreck gespielt. Da wird immer irgendwas romantisiert. Natur oder echte Gespräche, wenn man sich mal analog gegenübersetzt. Grundsätzlich ist das Analoge dann immer irgendwie besser, weil echter. Mir geht das übrigens nicht anders. Ans iPad darf meine Tochter nur ab und zu. Aber wenn sie mit dem Tiptoy spielt, das ist so ein Buch mit digitalem Stift, der dann Geräusche und Infos passend zur Seite spielt. Also wenn sie mit dem Tiptoy spielt, dann darf sie so lange spielen, wie sie will. Dabei ist das irgendwie gar nicht so viel anders als ein iPad. Es erinnert halt mehr an ein Buch. Wer noch mehr Beispiele über Technologiepanik lesen will und etwas über die Liebe zum gedruckten Buch erfahren möchte, dem empfehle ich dieses orange Büchlein. Das ist eine Sammlung von Essays von Katrin Passig mit dem launigen Titel Standardsituationen der Technologiekritik. Aktualisierte Ausschnitte findet man passenderweise auch digital mit neuer Einordnung der Autorin, wie immer unten verlinkt. Okay, abgesehen davon, dass man mit einer Technologiepanik mal mehr, mal weniger peinlich daneben liegt, was ist daran jetzt problematisch? Mit dieser Frage beschäftigt sich dieser Artikel hier von 2020, der ist erschienen im Journal Perspectives on Psychological Science von Amy Orban, das ist so ein Forschungs-Shooting-Star aus Cambridge, und die untersucht die Auswirkungen sozialer Medien auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Seriöse Forschung, keine universellen Wahrheiten oder zu einfache Fragen. Der Artikel heißt The Sisyphean Cycle of Technology Panics, also übersetzt sowas wie der Sisyphus-Kreislauf der Technologiepanik. Sisyphus, wir erinnern uns, griechische Mythologie, das ist der Kerl, den die Götter bestraft haben und der dann für alle Ewigkeiten Felsbrocken den Berg hinaufschieben muss. Und wenn er oben ankommt,
rollt der Fels wieder runter. Deswegen sagen wir Sisyphus-Arbeit zu zeitaufwendigen Aufgaben, die irgendwie nichts bringen. Und Amy Orben sagt, genau das beschreibt eigentlich die Forschung zu neuen Technologien. Der Felsbrocken, das ist die Technologie. Und Sisyphus, das steht für die Wissenschaft, die versucht, die Technologie besser zu verstehen. Immer dann, wenn eine neue Technologie kommt, rollt der metaphorische Felsbrocken wieder nach unten und die Forschenden fangen von vorne an. Und dieser Teufelskreis läuft immer in den gleichen vier Phasen ab. Erstens, Panik erzeugen. Startschuss, neue Technologie. Und wenn die dann auch noch von Kindern genutzt wird, dann kann man sicher sein, dass Panik einsetzt. Gerne wird dann die Nutzung der Technologie mit negativen gesellschaftlichen Entwicklungen assoziiert. Das haben wir gerade schon gehört. Killerspiele, Handysucht, you name it. Und zwar immer als Kausalzusammenhang. Also sowas wie Gewalt bei Jugendlichen nimmt zu, muss an Videospielen liegen. Zweitens, politisches Outsourcing. Für Politikerinnen und Politiker kann das sogar nützlich sein. Anstatt bei Problemen in der Gesellschaft, wie eben zum Beispiel Gewalt unter Jugendlichen oder hohen Depressionsraten, politische Lösungen zu suchen, zeigt man einfach mit dem Finger auf die Technologie. Es ist halt einfacher zu sagen, Menschen sind depressiv, weil Instagram, als sich damit zu beschäftigen, wie es um soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bildungs- und Freizeitangebote und so weiter steht. Und um das Problem zu lösen, wird dann weiter outgesourced, und zwar an die Wissenschaft. Forschung soll mal Evidenz liefern, ob und wie gefährlich Videospiele oder Instagram oder was auch immer denn nun wirklich sind. Und damit sind wir in der dritten Phase, bei der Neuerfindung des Rades. Und die findet nach Orben eben in der Welt der Wissenschaft statt. Erstmal ist es ja eine gute Sache, also dass die Wissenschaft Geld bekommt, um die Risiken von Technologien zu erforschen, sage ich jetzt mal so als Wissenschaftler. Aber anstatt eben in Ruhe und langfristig über die Risiken neuer Technologien nachzudenken, hechtet man wegen Technologiepanik jeder neuen Plattform und jedem neuen Gerät hinterher, ohne viel Zeit mit grundlegenden Theorien zu verbringen. Dazu kommt, dass ganz unterschiedliche Disziplinen daran forschen und deren Diskurse, naja, die sprechen einfach zu wenig miteinander. Phase 4, kein Fortschritt, neue Panik. Wir haben also diese Technologie, die alle ganz kirre macht und die Politik, die darauf so schnell wie möglich reagieren muss. Dann erhält die Wissenschaft den Auftrag, die neue Technologie zu beforschen, hängt aber fest an den immer gleichen Fragen und ist außerdem zu zerklüftet. Und dann schließt sich der Kreis, schreibt Orben. Technologiepanik endet nämlich selten mit wirklicher Erkenntnis, also der Antwort auf die Frage begründete Sorge ja oder nein und entsprechenden politischen Entscheidungen. Es kommt einfach eine neue, scheinbar gefährliche Technologie auf den Markt. Die alte Technologiepanik verpufft in Normalität und Belanglosigkeit, die Crackberry und Facebook-Süchtigen sind auf wundersame Weise geheilt, leiden nun aber an Statusangst, weil sie ständig auf Instagram sehen, wie gut es doch den anderen geht. Und das Ganze geht von vorne los. Es geht jetzt also darum, diesen Technologie-Panik-Teufelskreis zu durchbrechen. Aber wie? Sollten wir allem Neuen erstmal entspannt und positiv begegnen? Natürlich nicht. Wie Amy Orben beschreibt, das eigentliche Problem an der Technologie-Panik ist weniger, dass man mal falsch liegt mit einer Prognose, sondern dass sie eben so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das frisst Ressourcen, sodass andere, komplexere Fragen hinten runterfallen. Die Panik ist das Problem. Kritisch zu sein, dagegen absolut sinnvoll. Gerade weil Technologien heute jeden Lebensbereich berühren und es so verdammt schwer geworden ist, sie wieder loszuwerden, wenn man sie sich einmal eingetreten hat. Wenn wir da bei allen Entwicklungen immer erstmal auf wasserdichte Evidenz warten, bevor wir auf Risiken reagieren, naja, dann können wir es auch gleich sein lassen. Wie Technologiepanik üblicherweise daherkommt, haben wir euch am Anfang gezeigt. Mit diesem Frühwarnsystem für Technologiepanik seid ihr jetzt sozusagen ausgestattet. Schlagzeilen und Selbsthilferatgeber in Zukunft kritischer hinterfragen. Immer, wenn euch jetzt so ein Muster unterkommt, wisst ihr, hier gibt's was Neues, es scheint eventuell Risiken zu bergen, aber keiner weiß da sehr viel mehr. Also, die nächste Smartphones sind wie Kokain-Schlagzeile getrost überlesen und auch gerne mal diese nervigen Push-Nachrichten der Digital Detox-App ignorieren.
Wir hätten euch gerne ein paar konkrete Tipps an die Hand gegeben, sowas wie, wie viele Minuten sollte ein Kind vor dem iPad sitzen. Aber genau solche Antworten gibt die Forschung einfach nicht her. Keine universellen Medieneffekte, das haben wir ja besprochen. Aber eine Faustregel gibt es trotzdem. Wenn es um gute Mediennutzung geht, ist es selten eine Frage der Quantität, wie lange in Stunden und Minuten, sondern eigentlich immer eine Frage der Qualität. In welchen Situationen benutzt man die Technologie wofür? Verdrängt die Technologie eine andere Tätigkeit, die einem eigentlich gut tut? Und dann gibt es ja noch ganz andere Risiken neuer Technologien, wie Angriffe auf Verbraucher oder Datenschutz. Und genau solche Dinge sollten uns viel mehr aufstoßen als die Bildschirmzeit oder Jugendliche, die in der Bahn aufs Handy gucken. Da gibt es auch super Beispiele, vielleicht ging euch das auch so. Vor etwa einem Jahr sind in meinem Umfeld viele Menschen bei WhatsApp ausgezogen und haben sich neue Messenger gesucht. Nicht, weil sie Angst vor neuer Technologie hatten, sondern weil sie nicht einverstanden waren mit der Datenverarbeitung. Und genau sowas ist eben keine Technologiepanik, sondern eine kritische Auseinandersetzung damit, welche Technologien wir nutzen wollen. So, und jetzt sitzt ihr alle lang genug vor YouTube. Davon bekommt man bekanntlich viereckige Augen. Also abschalten.